Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Yu-Gi-Oh! Heute mit einem eigenen Deck wieder mal. David spielt mit Kristallungeheuer und ich spiele mit dem finsteren Gefahrdeck. Finstere Welt und Gefahr. Ist eine kleine Mischung und ist auf jeden Fall ganz cool gewesen. Wir haben das System ein bisschen geändert, also keine Matches mehr mit 2 aus 3 gewinnen, sondern mehr Lebenspunkte und dafür ein Match. So musste im Stream nicht der andere so lange warten und wir konnten auch mehr Decks zeigen. Deswegen haben wir ein paar coole Matches für euch und heute erstmal das. Lasst uns ein Like und ein Abo, wenn es euch gefällt. Natürlich kannst du machen. Aber erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei Yu-Gi-Oh! Oh, ich bin rechts. Das ist jetzt wild. Oho! Ja, komm. Hau raus. Ich weiß, worauf das hinaus So, Runde 2, David. Aha! Ja, mal gucken. Ich habe ein Fun-Deck, alles gut. Ja, du, meins ist auch Fun. Ich aktiviere schon meine Karte. Ja, mach mal. Und zwar Kristallbaum. Ja, wild. Und dann setze ich ein Monster in die Ah! Position und beende Ja, mein das Spiel. Shining. Ja, das hatte ich letztes Mal vor, allererstes Mal, dass ich Elemental gespielt habe. Da wollte ich David damit fertig machen. Das hätte ich witzig gefunden. Aber kam nicht mehr zum Einsatz. Alles klar! Bist du bereit? Ich bin ready. Okay, erst einmal spiele ich Geschäfte mit der finsteren Welt. Nein. Das heißt, jeder von uns muss eine Karte ziehen und dann ablegen. Ablegen. Ja. Warte mal. Okay. Dadurch aktiviert sich Graphas besonderer Effekt. Ich kann jetzt nämlich eine Karte zerstören auf deinem Feld. Okay. Ich Wow. will los. Was ist denn das? Ja, wow, ich habe Effekt. Ja, schon mal die erste gute. Spielen wir mal Alles klar. weiter. Ich aktiviere jetzt die besondere Fähigkeit von Gefahr Bigfoot. Er liegt nämlich auf meiner Hand und Okay. eine Karte darfst du jetzt auswählen. Naja, also das Spiel sucht sie aus, Oder das natürlich. Spiel, okay. Dann so. Bei mir steht Geg der Gegner bestimmt. Verschade. Aber Ja, das Spiel sucht du, aus. beziehungsweise das Spiel, hat gesagt, Gefahr Bigfoot. Das heißt, ich darf ihn spezial beschwören. Und da jetzt Ge Gefahr Alter, Wol Wolpertinger auf dem Friedhof ist, aktiviert sich seine Fähigkeit. Dadurch darf ich jetzt ein Monster aus meinem Deck spezial beschwören. Und ich entscheide mich für Gefahr Bigfoot. Allerdings im Verteidigungsmodus. Null Verteidigungspunkte, easy. Ja, komm, oh, mach weiter, mach weiter. Komm. Damit ist schon wieder diese eine andere Stimmung. Ich bin bereit, komm, hau zu. Schlag zu mit dem Bigfoot, ich bin bereit, ich warte nur drauf. Ja, okay. Noch ein Spiegelkraft oder? Nee. Was denn? Natürlich aktivieren wir den Spezialeffekten. Rabobinkafunkel. Ja, Ja, Bringt nichts. und Zug 2 und du lebst noch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, krass, ne? Ja, das hilft. Und du musst ganz halt Extra Nein Effekte. drücken anscheinend. Das wild. Ah, nee, das lassen wir lieber nochmal. Nee. Ist ganz gut, wenn er das jetzt so macht. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Eine gute Karte? Zweimal Regenbogen drauf auf der Hand, Scheiße. Nee. Okay. Okay, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Naja, kein Schluss. Okay, warte mal, wir müssen erstmal das Sven, ihr machen. begutachtet eh noch Bikinis. Was? Was? Ja, ist doch so. Dann aktivieren wir den Effekt hier. Zumindest den Unterteil. Nee. Ich mache gerade ein zweites Deck. Wild. So, So schnell das Ojamas werde ich. heißt. Krass. Ja, Ojamas ist nicht viel.
Das heißt, wir holen jetzt. Nee, nicht ihn. Wir holen ihn hier. Der Beatrot immer so gut. Pegasus. Dann aktivieren wir den Effekt von ihr hier. Schicken Rubin Karfunkel auf den Friedhof, zerstören deinen komischen. Dadurch aktivierst du seine besondere Fähigkeit. Ne, Quatsch. Boah, Alter, hör auf, ey. Mach mich nicht irre. So. Und jetzt ist alles wieder scheiße. Obwohl, nicht ganz. Ich leg die hier noch verdeckt und dann wieder scheiße. Hab ich gekriegt. Hab ich gekriegt. Alles klar. Ja, gut. Hab mich gekriegt. Ja. Okay. Erstmal testen. Gefahrpick von dem Angriffsmodus. Ja. Dann greife ich an und guck, was passiert. Nö. Greifst du nicht. Ich aktiviere Regenbogenfahrt. Und wenn ich jetzt meinen wunderschönen Kristall Pegasus wegmache, dann annulliere ich den Effekt, den Angriff deiner Karte und kann mir einen Regenbogendrachen oder einen Regenbogenfinsternisdrachen auf die Hand holen. Und ich entscheide mich für Regenbogendrachen. Okay. Dann greife ich halt nicht an. Aber ich will noch meinen Zug noch nicht beenden, das tut mir halt sonst im Herzen weh. Ich spiele vorher noch Beige, Frontkämpfer der finsteren Welt, im Angriffsmodus. Die gute alte Beige. Die gute alte Beige. Kommt allerdings gleich wieder auf meine Hand, denn aus meinem Friedhof kommt jetzt eine Spezialbeschwörung. In Runde 1 habe ich Graf auf den Friedhof geschickt. Boah, und wenn ich jetzt Beige auf die Hand nehme, dann ist die Spezialbeschwörung. Boah, der krasse Drache, Alter. Krasse Drachen, ja, schon. Geil. Jawohl, Alter. Und beende mal. Der krasse, hässliche Drachen. Ja. Kann ja trotzdem noch passieren. Svenny und Rage Quits. Mein Studio-TV wird heute schwierig, weil Svenny dran, heute mit Stream dran ist. Svenny ist ja nächste Woche dran mit. Ich lieg mit Yu-Gi-Oh! Und also, übrigens sind bei Melonen und Erdbeeren. Ja. Okay. Aha! Ich aktiviere diese Karte auch gleich. Will ich aber nicht. Habe ich aber. Das aber nicht. Ja, aber das ist ein dauerhafter. Das ist nämlich Kristallgrundklave. Jetzt werde ich richtig wild. Okay. Apropos wild. Da darf der Computer wohl wieder entscheiden. Da ich Gefahr Tsushinokos Fähigkeit aktiviere. Gleiches System wie bei Bigfoot. Ein Monster auf dem Friedhof. Und dabei, da die Gefahr nicht ausgewählt wurde, darf ich ihn beschwören. Lol. Und da Silva gerade auf dem Friedhof gelandet ist, darf ich ihn jetzt speziell aus dem Friedhof beschwören. So, Spiegelkraft und ich bin sauer. Du musst werden nachher wieder leiden. Ich habe zwar zwei Spiegelkräfte, aber allerdings liegt sie auf dem Feld. Bin ich Early. Early. Was? Glück? Okay. Ja, Early Bird. Early Bird? Ja. Ja, greif natürlich mit allen an, weil ich muss meinen Vorsprung jetzt holen. Na, schon mal überhalbiert, okay. So. Muss ja eskalieren. Ja, weil Regenbogendrach kann ja gefährlich sein, ne? Also, kann gefährlich sein, deswegen muss man ja schnell handeln. So. Ich spiele jetzt meinen Topaz Tiger im Angriffsmodus. Okay. Und aktiviere. Warte. Ja, ich warte. Die Kristallkugel. Da. Ob Sven den Deckel wollte. Hab ich keine Infos zu. Kann sein. Bin ich gerade am Struggeln, aber mach mal was. Ab nicht, auf die Hand. Nicht mein Bigfoot. Doch, dein Bigfoot. Aber der ist cool. So, und jetzt beende ich meinen Zug. Der ist haarig. Darfst mich gerne nochmal angreifen. Ich will spannend machen, merkst du? Boah. Ich seh schon, du planst hier ein Comeback. Nein, ich hab den Effekt noch nicht gelesen oder verstanden. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl ich das Deck selber habe, musst du dir. Ja, gut, wenn man. Also, das kenne ich auch, wenn ich jetzt andere Decks spiele oder so. Dann. Dann ist das. Dann weg, vergisst man schon mal was. So, okay, ich habe zu viele Karten auf der Hand, deswegen kommt ins Grab hinabziehen auf den Friedhof. So, okay. Du bist dran. Ich habe jetzt ein Problem. Ich glaube, ich kann meinen eigentlichen Plan nicht durchführen, aber ich werde es mal probieren. Ja.
Aber ja, ja, du bist dran. Okay. Dann greife ich erstmal mit Tsuchinoko an. Okay. Und verpasst, Tiger sagt so irgendwas Fieses. Ah, ne, okay. Richtig, und jetzt aktiviere ich ultimativer Kristallkreis. Das ist aber frech jetzt. Jetzt schicke ich alle Kristallungeheuer einmal auf den Friedhof. Ja. Aus meinem Deck. Und beschwöre den Regenbogenüberdrachen aus meiner Extra-Kartenzone. Oh, der ist schick. Der ist schick, ne? Ja, naja, schick. Was kann der denn? Er kann so einiges. Kann ich ja leider nicht mehr angreifen. Aber du kannst was machen. Ja, das ist. Janik, nicht böse. Ich will damit ein bisschen. Ne, das ist halt Fun heute. Ich will den nicht direkt fertig machen. Nein, das machen wir nicht. Nein. Nein, das machen wir nicht. Das würde wieder alles kaputt machen. Aber ich glaube. Okay. Du bist immer noch dran, ja. Warte. Na, ich schicke erstmal alle in den Verteidigungsmodus. Ich mag meine 16.000. Das ist ein nerviger Effekt, bin ich ehrlich. Weil du dauerhaft wieder Nein drücken musst. Ja, das ist der schnelle Effekt von der Karte. Mhm. Schnelle Effekte sind immer mega aufpassen. Ja. Ja, da muss man mega aufpassen, dass man nicht irgendwas falsch macht. Mhm. So. Ja, mach weiter. Nee, ich darf noch nicht. Achso, wenn ich mit dem einen hier angegriffen habe, darf ich in den Verteidigungsmodus. Ja, stimmt. Dann beende ich meinen Zug. Schade. Okay. Muss natürlich jetzt wieder gleich eine Karte ablegen, weil ich wieder zu viele habe. Nochmal ins Grab hinabziehen. Jo. Runter damit. Aber jetzt pass auf. Ja. Jetzt wird's richtig wild. Pass auf. Okay. Kannst ich kaum erwarten. Mag Wildes. Ich spiele speziell beschwöre Regenbogenkraft auf meiner Hand. Wie das denn? Na, wild. Wild, ne? Erstmal gegen Regel verstoßen, finde ich frech. Nee. Sondern? Ehrlich gesagt. Liest dir den Effekt von Regenbogen dran richtig durch. Du kannst sie beschwören, indem du 7 Kristallungeheuerkarten mit unterschiedlichen Namen auf deiner Spielfeldseite und oder in deinem Friedhof hast. Boah, wild. Ja. 8000 auf dem Feld, quasi. Korrekt. Deswegen erstmal weg. Mhm. Nein. So. Dann weg. Aber ich mag 16.000. Manu. Naja, hast aber keine 16.000 mehr. Ich will aber 16.000. Nee, will ich aber nicht. Ich will nicht, dass du 16.000 hast. Ey, ich aber schon. Nee, ich nicht. Sondern da ich jetzt mega aufpassen muss, setze ich die hier in Verteidigungsmodus. Mhm. Und setze die Karte verdeckt. Alter, dieser Schnelleffekt ist so nervig. Glaub ich dir. Nutz ihn doch einfach. Nein! Hältet doch was! Nee. Okay. Dann fange ich jetzt an mit Kartenzerstörung. Wir beide müssen unser ganzes Blatt ablegen und dann genauso viele gleichziehen. Oh, krass, ey. Boah, also null. Boah. Dadurch aktivieren sich meine Fähigkeiten auf dem Friedhof. Leute, was geht denn jetzt an? Jetzt kommt die mega Beschwörung von erstmal, mir. Da Gefahr Bigfoot auf dem Friedhof ist, darf er anfangen. Okay. Denn ich darf jetzt eine offene Karte auf dem Feld zerstören. Und ich nehme erstmal deinen Überdrachen. Dann, weil mein Chupacabra auf dem Friedhof ist, aktiviere ich seine Fähigkeit. Ich kann nämlich jetzt noch ein Monster auswählen. Okay. Ich schreibe mich für den hier. Ich bin schon bei der Kette von 6. Wilde Nummer. Ach. Okay. Ich schicke alle Karten wieder auf die Hand. Das wird. Beziehungsweise ins Deck zurück. Ah. Okay. Wolpertinger kommt erstmal in Verteidigungsmodus. Ja. Okay. Gefahr Bigfoot kann nichts mehr zerstören.
Durch Snow darf ich jetzt eine Karte auf die Hand nehmen? Durch Vilgrafa? Ja. Da Gold auf dem Friedhof ist, darf ich ihn beschwören. Da dann noch ein Gold auf Friedhof ist, darf ich beschwören. Man merkt schon so, ne? Du beschäftigst dich länger mit den ganzen Karten als ich. Das Deck ist halt ganz cool, weil Kartenzerstörung ist so die Main-Karte. Die darfst du halt nur einmal im Deck haben, aber wenn du sie hast, dann kannst du halt sowas machen. Ja, du, Dann hat man das Glück. Aha. Und das war meine Schwefelzauberkarte, die habe ich jetzt dreimal hintereinander gezogen. Alle drei hintereinander. Ey Sven, bist du da mal bereit? Greif übrigens an. Ja, ich habe verloren. Das Deck ist halt so ein 50-50-Ding eigentlich. Wenn du das Gefahr, der Gefahrteil hilft quasi dem finsteren Deckteil quasi. Ich habe ja zwei Themendecks drin und Gefahr unterstützt quasi finstere Welt. Finstere Welt solo ist ganz schön schwach. Also wenn du nicht Gefahr auf der Hand kriegst, dann ist es schwierig. Janik, bei mir bildet sich langsam ein riesengroßes Fragezeichen, was du mit deiner Zeit im Leben anfängst. Wieso? Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far.